Einen wunderschönen guten Tag da draußen, alle begeisterten Spyro-Fans, und willkommen zurück bei Spyro's Whip to Switch beim Remake. Heute geht's weiter hier bei den letzten Leveln in der Wintertundra. Und zwar fangen wir an mit dem Wolkentempel. Den Zaubersumpf haben wir ja beim letzten Mal abgeschlossen, deswegen gehen wir jetzt zu den Wolken. Zum Wolkentempel. Ich wollte zu den Wolkentürmen sagen, aber das ist dann bei Spyro 3 dann der Fall. Denn dort gibt es ein Level, das genau so heißt. Aber Wolkentempel, Wintertundra, finde ich relativ gut. Da kriegen wir auch eine neue Fähigkeit, die es nur einmal gibt insgesamt in diesem Game. Der Krieg der Zauberer beim Wolkentempel. Ich war mal einer von Avalars mächtigsten Zauberern, bis der große Hexer da drüben meinen Zauberstab geklaut hat. Er und seine Freunde haben mit seiner Magie die Stadt eingenommen. Okay, das heißt, wir müssen die Stadt zurückholen, okay. Und der Wolkentempel ist nur ein Teil der Stadt. Was war das? Boah, der lange gebraucht, bis er seinen Zaubertrick da abgefeuert hat. Und er macht das deutlich schneller und ich nehme die Abkürzung. Einfach mal drüber springen. Hier erwarten uns ja schwierige Aufgaben. Nicht leichte, aber auch nicht wirklich ultra leichte. So Mittelaufgaben. Besonders eine, die kennen die. Ich glaube, Stammzuschauer, die das Spiel auch kennen, zu Genüge. Eine Aufgabe, mal gucken, ob sie schwerer geworden ist oder nicht. Oder ob das gleich geblieben ist. Aber ich habe dich nicht mal gesehen, wenn du deine Kugel da ausgespuckt hast. Und trotzdem bin ich da ausgewichen. Edisch kann natürlich, wir nicht vergessen, 4 Level sind es noch. Inklusive Ripto werden es 5. Wolkentempel. Dann die Roboter, dieser Robobauernhof. Doch, Ripto inklusive Ripto. Das Fluglevel haben wir ja auch schon letztes Mal abgearbeitet. Doch. Stimmt. Also fehlen nur noch 4 Level. Wir haben 85% mittlerweile. Also es geht vorwärts. Weg damit, ihr macht mir das Tor da frei, Zauberer. Los. Bam. Der lacht auch so dreckig. Wie geil ist das denn? Cool. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, jetzt lachen einige, sind es die ersten beiden Parts von Ripto Switch online gegangen. Also, oh, das arme Schaf. Ich bin schon extrem weit. Also, ja, ihr gebt mir auch immer noch Tipps natürlich. Einige schreiben immer noch Tipps in die Kommentare rein. Was ich relativ gut finde. Aber ich denke mal, wenn dieser Part online ist, bin ich auch schon mit dem dritten Teil durch. Wie ich mich kenne. Weil wir haben heute den Samstag. In der Woche, wo das Spiel rausgekommen ist. Also es sind jetzt 5 Tage her seit Release. Und ich bin hier schon fast durch. Na gut, mit dem dritten Teil noch nicht. Der dritte Teil ist der längste. Aber ich habe jetzt auch mal insgesamt geguckt, der zweite Teil, da werde ich auf vielleicht 20 Parts kommen. Also es werden keine 25 Parts. Ich habe das Gefühl, es werden weniger als im Original-Let's Play werden bei mir. Und genau die Aufgabe meinte ich. Ich bin Geheimagent. Ich gehe zu meinem Geheimversteck. Nur Mitglieder meines Geheimclubs dürfen da rein. Ich gehe erst, wenn du dich hinterm Baum versteckst und mich nicht siehst. Boah, was hat denn der für eine scheiß Stimme bekommen? Oh mein Gott. Der hat ja eine richtige Langweiler-Stimme bekommen. Nicht so, hey, Spyro, ich hab so ein Geheimversteck. Willst du Mitglied werden meines geheimen Clubs? Dann versteck dich hinter dem Baum, so nach dem Motto. Ich denke mal, das haben sie nicht schwerer gemacht. Würde mich wundern, wenn. Schön hinter die Bäume versteck ich. Ich hab das Gefühl, dass das sogar ein bisschen leichter geworden jetzt ist. Mal schauen. Immer sich verstecken. Der dreht sich nämlich manchmal um. Und bei den Türen muss man schnell sein. Man darf ihn aber auch nicht berühren. Berühren dürft ihr ihn nicht. Ihr dürft nur folgen. Ja, normalerweise müsste er das hören. Ich glaube, irgendwo dreht er sich ja auch nochmal um. Nee. Doch.
Doch, hier dreht er sich auch nochmal um. Ich erwische dich nochmal, wie du mir folgst. Mein Versteck ist nur für Mitglieder. Ja, ich bin ein Mitglied. Nur du weißt doch nichts davon. Ja. Genau wie der Zauberer da auch ein Mitglied ist. Und du davon auch noch nichts weißt. Also sieht er mich echt nicht. Im Original musste man da ein bisschen besser aufpassen. Hey, du hast mich nicht gesehen. Der ist ein bisschen schrotdumm. Wie gesagt, aber den Türen muss man sich bauen, weil die gehen irgendwann zu. Und jetzt weiß ich, wo ich gleich stehen bleiben muss. Aber der will natürlich auch nicht überholen, ist logisch. Hier muss ich ganz kurz warten. Die Tür geht auch nicht zu. Ich glaube, man muss sich hier verstecken. Dann muss man mit rüber gehen. Genau, und dann geht er gleich da rein. Und dann war es das schon. Hallöchen, Kollege. Was machst denn du hier? Was? Du bist hergekommen, ohne mir zu folgen? Du musst auch ein Mitglied meines Geheimclubs sein. Nimm diesen Geheimdecoder. Dann können wir uns geheime Nachrichten schicken. Hast du auch noch einen? Mein Gott. Das ist nicht so eine einschlafende Stimme, die er hat. Also, das haben sie auf jeden Fall verschlechtert. Schade. Meiner Meinung nach. Da gibt es natürlich auch andere Meinungen. Zum Beispiel Jägerstimme gibt es auch andere. Oder das mit dem Mönchen hat man auch einige schon geschrieben, dass sie das besser oder schlechter finden. Das ist auch so ein bisschen Geschmackssache. Was eigentlich vieles im Leben ist, ja. Geschmackssache. Fängt beim Essen an und hört bei den Synchronsprechern auf. So nach dem Motto. So, alle Edelsteine nicht vergessen. Genau, hier hinten gibt es nämlich auch noch welche. So, so. Und Talisman gibt es nicht mehr. Das heißt, wenn wir das Level abschließen, wie beim Zaubersumpf, dann gibt es jetzt Kugeln. Weil jetzt müssten wir eigentlich Kugeln haben für Repto. Wir müssten eigentlich 40 Kugeln haben. Okay, früher ist der Edelstein oben geblieben. Jetzt machen wir das kaputt und der kommt zur Seite raus. Auch interessant. Ich glaube, die Programmierer waren sich nicht so ganz sicher, ob man das schafft sonst. Aber man schafft das. So. Die Gegner sind scheiße. Ihr seid in Ordnung. Ihr bemerkt mich nicht mal. Die sind träge geworden. Sehr langsam geworden. Warum auch immer. Jawohl. Und tschüss. Hey, Spyro, da möchte ich aber noch nicht hin. Da möchte ich noch nicht hin. Auch wenn du da gerne hin möchtest, ich möchte erst diese Mission machen, die ich noch nicht machen kann, weil der Powerpunkt noch nicht aktiv ist. Cool. Jetzt wäre er aktiv. Aber jetzt will ich auch nicht zurücklaufen. Oh, wobei, wir müssen sowieso zurück. Die Rakete müssen wir nämlich auch noch finden für die eine Kiste da unten. Aber was willst du von mir? Unsere mystischen Glockentürme wurden von Trollen überrannt und die Glocken haben seit Tagen nicht geläutet. Mein Feuerzauber hat die Trolle nur wütender gemacht. Dieser Superfrost-Power-Up wird sie abkühlen, aber wir müssen die Glocken unbedingt läuten. Sie läuten, wenn du gegen sie stürmst. Alles klar. Friere die Trolle ein, stürme gegen die Glocken, um sie zu leuchten. Okay, 2 von 5. 2 von 5 finde ich interessant. Alter Spyro. Hohoho, leck mich fett, siehst du. Alter, nice aus. Da haben sie sich Mühe gegeben mit. Da haben sie sich richtig Mühe gegeben mit den Power-Ups. Weil Spyro sieht sehr nice aus. Oh, da komme ich so gar nicht hoch. Brauche ich dich als Erhöhung? Ach, come on! Jetzt würde ich noch ein bisschen länger halten können. Ja, hier gibt es auch noch einen Powerpunkt. Das. Alter, das gibt's doch nicht. So, jetzt bleibt mal länger. Zack. Dann haben wir den hier noch. So, die erste Glocke. Dann geht er nämlich rüber. Weil ich brauche hier oben ja einen. Der geht jetzt rüber, genau, der doch oben. Danke. Und dann hier drauf. Und dann machen wir den hier. Hallöchen. Und die zweite Glocke. Dumme
bräuchtest sicher eine Kugel für deine Hilfe. Tut mir leid, es ist noch eine Glocke übrig. Du erreichst sie mit dem Wirbelwind hinter mir. Ja, aber da will ich noch gar nicht hin, weil... Hier oben sind noch ein paar Edelsteine. Man sieht diese Eiskugel nicht so wirklich, die er abfeuert. Mit dem Power-Up. Ist mir jetzt aufgefallen. Das war im Original besser, aber so eine richtige Schneekugel gesehen. Ich glaube, da oben habe ich auch noch was übersehen, oder? Nee, scheinbar nicht. Okay, der Kopfschuss reicht nicht, aber hier liegt noch was. Hier lag noch Cash. So, jetzt gehen wir über deinen Wirbelwind da hoch. Ja, bis dann kommt es Weihnachten. Oh, den habe ich ein bisschen zu hoch gemacht, vermutlich. Ja. So. Jetzt hat er die original richtige Größe. Perfekt. Einmal. Nee, das reicht nicht. Ich habe es mir fast gedacht, dass das nicht reicht. So tief, wie der noch war. So, das ist die richtige Höhe. Komm. Dankeschön. Oh, Mann. Alter. Warum stelle ich mich da gerade so ein bisschen an? Der läuft aber auch immer scheiße, wenn ich dann oben bin. Kühl dich mal ab. Es ist echt klein. Oh, jetzt aber. So. Jawoll. So. Und dann so. Perfekt, geht doch. Spyro, hätte nicht gedacht, dass du es schaffst. Hier, etwas aus dem Souvenirladen der Wolkentempel. Souvenirladen, wo ist denn der? Vielleicht möchte ich noch was anderes mitnehmen von euch. So einen Zauberstab hätte ich gerne. Wie viel kostet der denn? Ich habe ein bisschen Geld übrig. Ey! Oh, ich wollte dich einfrieren hier oben. Ich weiß nicht, ob man das hier oben machen musste oder da hinten. Oh, ich hasse dieses Schweben mittlerweile hier. Man musste also ein bisschen warten. Ja, das geht natürlich nicht mit Eis, sondern nur mit Feuer. Ist logisch. Aber ich glaube, das geht nicht hier, oder? Doch! Aber hier ist nichts mehr an Edelstein. Von dem her... Ab nach unten. Edelsteine mitnehmen. Und hoffen, dass ich bisher keine übersehen habe. So, die Kugel haben wir. Das passt. Die Rakete haben wir auch aktiviert. Also geht's weiter. Hier rüber. Ach, da ist noch ein Gegner. Haben wir auch erledigt. So, zack, 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 zack. Spyro. Du hast unsere Stadt aus den Klauen dieser bösen Hexer befreit. Bitte nimm diese Kugel. Ich sehe voraus, dass sie dir bei deiner Reise helfen wird. Da gehe ich auch sehr stark von aus, aber nur noch für die 100%, sonst bräuchte ich die gar nicht mehr. Ich habe wieder irgendwo einen Edelstein übersehen. Und Sparks hilft mir natürlich wieder dabei. Ein bisschen weiter zurück. 3 müssten es sein. 3 Edelsteine. Wieder mal. Das hat der Dark Spyro auch mir geschrieben, dass ich ein bisschen zu schnell bin. Und deswegen ein paar Edelsteine mal übersehe. Moment. Willst du mich verarschen? Am Anfang, oder was? Muss doch fast sein. Am Baum hier, oder wo? Oh je! Ich finde es immer so interessant, da läuft man ganz zurück. Man denkt am Anfang, man hat schon nichts verpasst. Ja, Pustekuchen. Und dann liegt irgendwo liegt dann einer noch rum. Und du denkst dir nur, das kann es doch nicht sein. Gerade wenn du am Anfang des Levels bist, dann denkst du erst recht, dass du alles abgegrast, alles abgefrühstückt. Da auf keinen Fall. Und dann, ja, am Ende dann doch. Wo ich mir dann immer nur denke, nein, das kann es jetzt ernsthaft nicht sein. Was ich aber weiß, ist,
dass wir nach Hause zurückgehen. Wolkentempel zu 100% abgeschlossen. Dann würde ich sagen, auf ins nächste Level. 5900 Edelsteine müsste man am Ende haben. Bevor man dann Ripto in den Arsch speit. Jetzt bin ich gerade überlegen, wie viel Edelsteine hat man den Geldsack gegeben? 4-1, kommt das hin? Müsste ja fast sein. 4100. Ich glaube, dass es jetzt 10.000 Edelsteine gibt. Ne, zeigt er hier nicht an. Im ersten Teil hat mir das ja angezeigt, genau, weil man nichts abgeben muss. An Geldsack, da gab es Geldsack ja noch nicht. Aber hier sieht es anders aus. Diese Portale musste man im Original immer benutzen, hier gar nicht mehr. Wenn man es natürlich weiß. Als nächstes machen wir den Roboterbauernhof. Genau, das war die Reihenfolge, die ich auch gesagt habe. Beim vorletzten Mal. Und